Hey, willkommen hier auf meinem Kanal. Bleib hier und schau mit mir Paladins, beziehungsweise du schaust, ich zocke und hab Spaß. Ich würde sagen, einfach mal kurze Rede, lange Sinn. Los geht's. Azan. Keine Ahnung, Azan. Ich weiß nicht, ob ich den schon mal hatte, ob der Charakter immer frei ist oder jetzt Ausnahmefall. Er hat einen Hammer, den er werfen kann. Ey, ich bin so alt, ich weiß nicht, ob ich Azan überhaupt schon mal hatte. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Der kann auf jeden Fall seinen Hammer werfen, die Tore, nur der kommt nicht zurück. Ich habe Flügel, kann ich fliegen? Nö. Doch, irgendwie schon, ne? Ja, ich habe keine Ahnung, ob der Charakter gut ist. Wir probieren es mal. Ah, okay, ich kann wie Reinhard nach vorne stürmen. Aber okay, ja. Ich bin nicht sicher, ob ich den Charakter schon hatte. Ich bin nur gerade tot, das habe ich auch gemerkt. Ich finde den Charakter nicht sehr gut oder sehr leistungsstark. Ja, okay, ist eben nicht meiner, was soll ich sagen? Das ist LB. Ah, doch, den Charakter hatte ich schon mal. Doch, den hatte ich schon mal. Mit den Wänden kommt mir bekannt vor. Doch, Alter, ich bin alt. Ich hatte den Charakter schon mal. Wenn ihr wisst, in welchem Video, schreibt bitte das Datum des Videos in die Kommentare. Es ist aber so das Typische, wenn ich jemanden aus den Augen verliere oder beziehungsweise etwas nicht merke, dann war ich nicht sehr begeistert davon. Ja, komm, los. Ja, nein. Was? Gerade vorm Töten. Gerade vom letzten Schlag. Doch, stimmt. Die Wände, an die Wände kann ich mich erinnern. Wenn die nicht noch irgendein anderer Held hat, dann hatte ich den schon mal. Aber ich glaube, ich fand es eigentlich gut. Ich bin mir nicht sicher. Aber ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr meine Videos guckt, welches Video das war mit Datum. Dann gucke ich mir das nochmal an. Aber Azan hat mich schon mal. Azan die zweite würde ich das Video nennen. Kann mich nicht mehr daran erinnern. Das bedeutet, ich habe den Charakter verdrängt, weil ich ihn dann doch nicht so gut fand. Aber ja, da war was. Ich glaube, der Typ ist ein Geist. Aber ich hau mal drauf. Boom. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ich habe ihn nicht getötet. Wo ist er? Hä? Wo ist er? Also die Wände sind schon ganz nice. Also ich weiß, wie gesagt, nicht, ob noch ein Charakter das mit den Wänden kann. Ansonsten hatte ich den schon mal. Ah ja, das war eine Dampframme. Das war jetzt ein bisschen dumm. Oh, schade. Oh mein Gott. Ich weiß nur nicht mehr, was das war, aber ist egal, bin ich raus. Ich halt mal gedrückt, ja, man muss ja nicht hier mehrfach drücken. Das war jetzt nicht ganz so schlau. Ich habe meine Leute eingesperrt. Das habe ich nicht Absicht gemacht, hä? Ja, wer schießt denn da? Von da! Okay, was macht... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was zur Hölle meine ich? Macht das Kreuz und dann werde ich so weggeschleudert. Ja, ich merke gerade, dass ich alleine bin. Das ist sehr schlecht. Ich hau trotzdem mal wie doof drauf. Was macht das hier? What the fuck? Oh mein, ich bin kurz vorm Sterben. Wollte ich doch gerade sagen. Und dann bin ich gestorben. Und dann bin ich gestorben. Ah, ich kann auch... hallo? Ich kann auch ihm einsperren. Was macht das hier? Ich weiß es gar nicht, aber ich bin kurz vorm Sterben wieder. Ja, also sagen wir so, wenn ich den Charakter hatte, dann habe ich ihn wirklich vergessen. Weil ich merke, dass es nicht mein Charakter ist. Aber wie gesagt, schreibt bitte in die Kommentare, wenn ihr das Datum wisst, wann das Paladins bei mir rauskam, als ich Azan hatte. Das ist, denke ich, nur ein paar Wochen her. Aber ich habe vergessen. Hallo? Ah, cool. Das macht doch irgendwas. Das schleudert ihn hoch, ne? Ich habe eine Zweiersträhne. Gut, finde ich nice. Okay, komm, los. Immer drauf mit dem Hammer. Tor für Arme. Oh, scheiße, ich sterbe. Ja. Krieg ich den noch? Nein, ich bin tot. Wo sind meine Leute hin? Warum sind die wieder zurückgegangen? Immerhin den Angriff. Niemals die Verteidigung. Entschuldigung. Ich weiß immer nicht, was LT ist, aber ich glaube, so eine Art Hammerschlag. Ja, irgendwas macht es. Ich weiß noch nicht was und ich sterbe schon wieder. Weil ich hier gerade ganz alleine bin und ich weiß nicht, wo meine Leute sind. Mist, daneben.
Wo ist denn? Nein! Ich hab nicht getroffen, ich hab zwei Mal daneben geworfen. Hallo? Das war so knapp. Er brauchte auch nur noch einen Schlag, dann wäre er tot gewesen, aber er ist schneller als ich. Ja, okay, wie gesagt, Arzan ist nicht mein Charakter. Ich würde das Video auch Arzan die zweite nennen. Aber irgendwie ist es nicht meins. Alter, ich kassiere gerade nur. Ich versuche ein bisschen zu schützen, klappt aber nicht. Ich laufe mal außen rum, weil Victory. Habe ich einen Kill bekommen? Wir haben gewonnen. Okay, wir sehen es gleich wieder. Hä? Okay, das scheint zu gehen. Okay, das ist jetzt Aufnahmeversuch Nummer 2, weil eben war wieder mal mein Controller weg. Aus irgendeinem Grund war das nur Maus eingestellt. Während des Games konnte ich es nicht umstellen. Also, ja, war lustig. Ich hoffe, das klappt jetzt. Aber bis jetzt kann ich mit dem Controller lenken. Ja, ich kann nur mit Controller spielen. So, ich nehme jetzt hier Barek. Ich weiß nicht, ob ich mit ihm klarkomme. Ich kann sehr langsam schießen. Und ich bin betäubt. Aber ich kann mit 3 Schuss schon Schaden anrichten. Ja, ich habe irgendwie alle Gegner hier, aber nicht mein Team. Finde ich auch gut. Ich weiß jetzt noch nicht, wie man was aktivieren kann. Ich bin jetzt gerade froh, dass ich wieder über den Controller spielen kann. Okay, wir machen jetzt mal. Und was ist der Turm? Ah ja, das ist Turbo. Und das ist der Turm. Ich kann nur einen Turm machen. Okay. Okay, sehr schön. Danke, Team. Jetzt kann ich noch einen Turm machen. Ich hole mir hier mal Verteidigungshilfe. Und mal ein Schild hin. Also kommt hier, kommt hier. Okay, es kommt keiner. Ich bin mal so blöd und geh mal rein. Komm schon. Ja, nein, ein Schuss fehlt. Alter. Yo. Ich hab sie, ich hab sie, ich hab sie. Ich bin gestorben, aber ich hab sie. Was soll man sagen? Also Barek ist jetzt nicht schlecht. Ist aber jetzt auch nicht mein Favorit. Aber das kann man ändern. Meine Leute sind jetzt da. Jetzt, wo ich nicht mehr da bin. Ja, komm her, komm her. Ich habe ein Geschütz aufgestellt. Kommt schon, hä? Hol mich. Ich gehe mal da hoch. Ich bin mal so blöd. Ja, also man kann auch gut treffen. Okay. Oh mein Gott. Ja, toll. Das war jetzt nicht sehr intelligent. Ich habe mich irgendwie eingebaut. Kann das sein? Habe ich noch einen? Habe ich ein Geschütz? Komm schon. Ich bräuchte noch ein bisschen mehr. Komm schon. 4, 3, 2, 1. Sehr schön, das Geschütz arbeitet gut mit. Okay, hier machen wir die Wand hin, damit das Geschütz auch geschützt ist. Was ist Y? Wie gesagt, mit Barek habe ich, glaube ich, mal gespielt vor Jahren. Ah, das ist auch ein Geschütz. Ja. Irgendwie steht es aber nicht lange, finde ich gut. Also ein Geschütz, was nicht lange steht. Ich weiß jetzt nicht, was das macht. Aber war das nicht auch eine Art Schutzschild? Ich habe keine Ahnung. Merkst du gerade, dass ich komplett überrannt werde? Ach, wird man auch in der Nähe geheilt? Alter, wie schnell können die jetzt dann abreißen? Na komm schon. Kann ich dir? Nein, scheiße, hier ist eine Wand. Okay, okay. Mist, kann ich nicht. Ich hab noch keinen, ich hab noch keinen, ich hab noch keinen. Okay, das... Ja, also was er kann, ist gar nicht mal so schlecht. Erinnert natürlich an andere Charakter, ist klar. Komm schon, ich will hier hinbauen. Komm schon, yes. Was ist das eigentlich? Das ist ein Healer, ne? Nee, das ist Geschütz. Oh mein Gott, was macht die denn schon wieder? Böses Mädchen. Ja, aber irgendwie sind die Geschütze gerade sehr inaktiv, kann das sein? Irgendwie machen die nichts, aber ist schon okay. Was, von da hinten aus? Von da hinten aus? Wieso kriege ich denn Schaden? Hä, wo bin ich denn reingelaufen? Na toll, Pappgeschütz, ja. Ich kann was Richtiges hinstellen, so. Jetzt, Baby! Und hier machen wir auch ein Geschütz hin, das soll ja lustig werden. Ja, ich bin ganz ehrlich, ist gar nicht mal so scheiße. Barek gefällt mir. Ist gar nicht mal so scheiße. Wo kriegt er jetzt einen aufs Dach?
wem? Okay, ich weiß nicht, wo der Unterschied ist. Irgendjemand schießt halt doch nicht. Wo krieg ich denn jetzt eine drauf? Er kommt doch mal hier rein. Okay, die Stütze sind alle platt. Macht nichts. Einen habe ich noch. Okay. Ich mache irgendwie Schaden, ob ich keinen mache. Finde ich gut. Zwei Geschütze kann ich hinstellen. Sehr schön. Eins ist schon wieder weg. Passt schon. Ich mache keinen Schaden. Ich mache gar nichts gerade. Ich bin mal so blöd und gehe mal hin. Ja, ich mag sie. Doppelter Schuss. Komm schon. Yes, baby. Danke, Geschütz. Also, das Geschütz ist für mich ganz praktisch, für die anderen nicht. Ich glaube, die hassen das, aber ich finde es gut. Eine Bombe, nicht gut. Ah, ein Geschütz kann ich schützen, sehr gut. Jetzt kann ich das noch hinstellen, mal gucken, was das bringt. Ich krieg voll auf die Fresse, ey. Oh, oh, Bombe, Bombe. Ich kann noch nicht, ich kann noch nicht. Komm doch mal da raus, ich habe doch nur drei Geschütze. Na komm. So, ein Geschütz ist jetzt ein bisschen anders da. Ja, ich finde es komisch, dass die nicht rauskommen. Ich habe doch gar nicht so viele Geschütze. Wir haben gerade Geschützblatt gemacht. Jetzt bin ich wieder dran. Ey, jetzt unscheiß. Also Barik, auch wenn es jetzt gerade nicht so wirkt, den finde ich gar nicht mal so schlecht, den Kleinen. Hat für mich viel, was ich brauche. Schutz und Schutz. Okay, hier machen wir ein neues hin. Ey, Alter, wie schnell hat die hier das Blatt gemacht? Erst trauen sie sich nicht raus, dann machen sie alles von mir platt. Okay, läuft aber. Finde ich gut. Nein, unscheiß Barek ist gut. Der Satzahn, Satzahn, wie der erste hieß, der gefiel mir gar nicht. Oh, was mache ich denn? Man kann sehr schnell die Zusatzkanone aufboosten. Finde ich auch ganz stark. Oh nein, oh nein, 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 nein. Nicht schon wieder Mail. Yo! Okay, das war gut. Das war echt gut. Das war gut. Okay, was soll ich sagen? Ich fand jetzt, das war eine gute Runde nach dem ganzen Stress, den ich gerade hatte. War das trotz allem eine sehr gute Runde. Barek, echt gut, der andere nein. Okay, hiermit sage ich, ich mache gerade so viel Pausen, ich muss gerade rübsen. Okay, hiermit beende ich das Video. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen guten Morgen, einen noch besseren Abend, denn ich bin hiermit raus. Tschüss!